Die meisten Leute sind heutzutage so fixiert auf die Hanse als eine Vereinigung von Städten, weswegen wir die tatsächlichen Anfänge dieser Organisation eben leicht aus den Augen verlieren. Und diese tatsächlichen Anfänge waren eben die Zusammenschlüsse der Kaufleute im Ausland. Also, da haben sich zum Beispiel Soester Kaufleute und Kaufleute aus Münster, aus Hannover, aus dem damals noch sehr kleinen Hamburg, aus Lübeck und wo auch immer, zusammengeschlossen, obwohl sie im Reich in ganz unterschiedlichen Herrschaftsgebieten lagen. Und dass sie diesen Zusammenschluss dauerhaft machen konnten, unterscheidet die spätere Hanse dann von sämtlichen anderen Kaufleutevereinigungen der Zeit, die sich eben im 12. und 13. Jahrhundert in Flandern, in Frankreich, in England und so weiter auch gebildet hatten. Und aus dieser Zusammenarbeit der Kaufleute, die ja zu den führenden Gruppen, also sozial und wirtschaftlich führenden Gruppen ihrer Städte gehörten, im Ausland wirkte, also diese Zusammenarbeit im Ausland wirkte dann allerdings in einem ganz langen Prozess auch auf die Städte zurück, aus denen diese Kaufleute kamen. Und so entstand in einem Prozess von, man kann sagen, rund 200 Jahren das, was wir dann seit der Mitte des 14. Jahrhunderts die Hänse van den Dudischen Steden, also die deutsche Hanse, nennen. Also von einer politischen Grundlage für die Entwicklung der Hanse würde ich nicht reden. Wir müssen jetzt ohnehin erstmal drüber reden, ab wann wir überhaupt von Hanse sprechen. Ja. Wie gesagt, diese kaufmännischen Vereinigungen unterwegs zu einem Handelsort oder zu einem Handelsziel im Ausland waren der Beginn. Das waren nach allem, was wir wissen, im niederdeutschen Raum wohl ausschließlich oder fast ausschließlich Kaufleutevereinigungen aus einer Stadt oder höchstens einer Region. Was die Hanse oder sagen wir, was die spätere Hanse dann ausmachte, war, dass diese Kaufleutevereinigungen, also praktisch diese Hansen aus verschiedenen Städten, an ihren auswärtigen Handelsorten erschafften, sich zusammenzuschließen, also die Konkurrenz, die sie im Heimatland miteinander hatten, im Ausland beizulegen und gemeinsam Handel zu treiben, so nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Und das war im Prinzip der Beginn der Zusammenarbeit dieser niederdeutschen Kaufleute, den wir zum ersten Mal feststellen können im Falle von Novgorod. Erschließen können wir ihn sogar noch vorher für Visby, aber da fehlt uns die Überlieferung. Und dann hat sich dieses bewährte Zusammenwirken der Kaufleute in einem sehr langen Prozess, zum Beispiel in London, in Bergen und in Brügge in Flandern, ebenfalls einsetzen lassen.